Willkommen bei TheAnalysis.news. Ich bin Paul J. Ein Dokument aus dem Jahr 2000 ist vielen als Project for a New American Century, zu Deutsch Projekt für das neue amerikanische Jahrhundert, bekannt. Es wurde von Dick Cheney, Donald Rumsfeld und vielen anderen Neokonservativen unterzeichnet, die das Kabinett und das Verteidigungsministerium von Präsident Bush bildeten. Im Mittelpunkt steht meist die Tatsache, dass das Dokument einen Regimewechsel in Syrien, im Irak und schließlich im Iran befürwortet. Es geht um die Dominanz der USA und ihre Rolle als einzige Supermacht nach dem Zerfall der Sowjetunion. Allerdings sollte man den Titel des Dokuments sorgfältig lesen. Er lautet Rebuilding America's Defenses, Wiederaufbau der amerikanischen Verteidigung, wobei es vor allem um eine massive Erhöhung der Militärausgaben geht. Eigentlich müsste es natürlich Wiederaufbau der amerikanischen Offensive heißen, aber im Wesentlichen geht es um die angebliche Notwendigkeit, Billionen von Dollar für die Modernisierung der US-Streitkräfte bereitzustellen. Dies ist das Dokument, das oft im Zusammenhang mit den Anschlägen vom 11. September zitiert wird, da es eindeutig besagt, dass derartige Ausgaben oder ein weiterer großer Krieg nur dann unterstützt werden, wenn es zu einem weiteren Angriff auf die Vereinigten Staaten vom Typ Pearl Harbor kommt. Natürlich wurde 2001 erreicht, was sie sich wünschten, vielleicht auch, was einige von ihnen geplant hatten. Laut Senator Bob Graham, der die gemeinsame Untersuchung des 11. September durch den Kongress leitete, haben Bush und Cheney die Anschläge in Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien tatsächlich erleichtert. Dazu ein andermal mehr. Warum aber wird Bob Grahams Haltung in dieser Sache ignoriert? Das Ziel, so sagt man uns, war der Wiederaufbau der amerikanischen Streitkräfte. Aber der Wiederaufbau für was? Natürlich, um die Freiheit Amerikas zu verteidigen, und man braucht nicht lange zu suchen, um herauszufinden, dass Amerikas Freiheit eigentlich nicht bedroht ist, zumindest nicht von außen. Im Inland mag es einige Bedrohungen geben, aber was genau bedeutet diese Freiheit überhaupt? Für wohlhabende Menschen gibt es sicherlich viel mehr Freiheit als für Menschen, die nicht vermögend sind. Auf jeden Fall gibt es keine wirkliche äußere Bedrohung für die Freiheit Amerikas, und die hat es auch nie gegeben. Zumindest nicht seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, trotz jahrzehntelanger anderslautender Propaganda. Die klassische Analyse, ob von der linken oder der libertären Rechten, lautet also, dass es bei der militärischen Aufrüstung in Wirklichkeit darum geht, ausländische Kontrolle, Vorherrschaft und globale Hegemonie im Interesse von Märkten und Rohstoffen zu sichern. Aber ein Blick zurück in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zeigt, was genau hat diese globale amerikanische Militärmacht eigentlich bewirkt? In Grenada vielleicht, aber in Kuba waren sie nicht erfolgreich. Ebenso wenig in der Sicherung Nordkoreas. Sie verloren den Vietnamkrieg, auch in Afghanistan. Im Irak, ja, sie stürzten Saddam. Aber China bezieht noch mehr irakisches Öl als die Vereinigten Staaten. Und die irakische Regierung pflegt mindestens ebenso gute Beziehungen zum Iran wie zu den Vereinigten Staaten. Doch während diese Abenteuer mit einem militärischen und geopolitischen Scheitern endeten, flossen Billionen von Dollar in die Rüstungsindustrie. Womöglich hat die US-Militärmacht China von der Wiedervereinigung Taiwans abgehalten. Aber das gilt nicht dauerhaft. Sie waren nicht zu einer Intervention in Venezuela und zum Sturz von Maduro fähig. Und zwar nicht, weil die USA moralische Bedenken gegen eine solche Intervention hätten, sondern weil sie wussten, dass sie auf endlosen Widerstand des venezolanischen Volkes und den Zorn ganz Lateinamerikas stoßen würden. Der massive militärische Einsatz der USA war also nicht einmal besonders erfolgreich bezüglich der Sicherung von Rohstoffen und Märkten und der Durchsetzung ihrer Hegemonie. Die eigentliche Macht des US-Imperiums liegt in seinem Finanzsektor und in der Macht der Märkte. Und ja, die CIA und ihre verdeckten Aktivitäten, aber in erster Linie sind die Vereinigten Staaten der Verwalter des globalen Kapitalismus. Bislang eine unverzichtbare Rolle. Nichts von dem Gesagten soll die reale Kontrolle der USA über den größten Teil des Erdballs schmälern. Und sicherlich spielt ihre Fähigkeit zur militärischen Machtausübung in bestimmten Situationen eine Rolle. Aber trotz dieser massiven militärischen Macht ist China heute der führende Handelspartner für fast ganz Lateinamerika, Afrika, sogar Australien und die meisten asiatischen Länder. Und China verfügt über keine nennenswerte globale Militärmacht und dominiert dennoch viele Märkte und Rohstoffquellen. Was genau bewirken also die Militärausgaben von mindestens einer Billion Dollar pro Jahr? Was ist der Sinn dieser enormen militärischen Macht? What is the point of this enormous military power?
Das neue Buch von Andrew Coburn mit dem Titel The Spoils of War argumentiert meiner Meinung nach recht überzeugend, dass das primäre Ziel all dieser Militärausgaben die Ausgaben selbst sind. Es geht um Geldmacherei, um die Gewinne des militärisch-industriellen Komplexes. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Waffen überhaupt funktionieren oder bei der Durchführung der militärischen Missionen effektiv sind. Andrew Coburn ist zu Gast bei uns, um über sein Buch zu sprechen. Er ist Redakteur des Harper's Magazine in Washington und Autor zahlreicher Artikel und Bücher über nationale Sicherheit, darunter The New York Times Editor's Choice, Rumsfeld and the Threat, das den Mythos der militärischen Überlegenheit der Sowjetunion im Kalten Krieg zerstörte. Er schreibt regelmäßig für die Los Angeles Times und hat unter anderem für die The New York Times, National Geographic, London Review of Books und andere geschrieben. Vielen Dank für dieses Gespräch. Andrew, thanks very much for joining me. Schön, bei Ihnen zu sein. Übersehe ich hier also etwas? Was zur Hölle ist der Sinn dieses obszönen Militärbudgets? Ein sehr wichtiger Punkt, den Sie in Ihrer Einleitung erwähnt haben. Es ist ein Punkt, der eine Billion Dollar wert ist. Wenn man den Menschen, einer Person, einer Institution oder dem ganzen System eine Billion Dollar präsentiert, werden sie danach greifen. Das ist der Punkt. Ganz offensichtlich geht es nicht um die Verteidigung der Vereinigten Staaten auf der Grundlage einer sorgfältig durchdachten Strategie sowie von Plänen und so weiter, wie uns gesagt wird. Es geht darum, Geld zu erlangen. Geld und Macht. Oder die Macht, mehr Geld zu bekommen. Plans and so forth. The point is to make or to garner money. Money and power, or the power to get more money. And that at that. Und darin ist dieses System unglaublich erfolgreich. Ich meine, diejenigen, die den militärischen Komplex der USA, den militärisch-industriellen Komplex, wie auch immer man ihn nennen will, verhöhnen, tun ihm meiner Meinung nach wirklich Unrecht, wenn sie behaupten, er sei unfähig oder inkompetent. Nein, unfähig ist er kaum. Das Ziel wird seit Jahren effektiv getroffen und das trotz erheblicher Hindernisse wie dem gelegentlichen Ausbruch des Friedens. Really, some quite significant obstacles, like the occasional outbreak of peace in 1975. 1975 endete der Vietnamkrieg, in den sehr viel investiert worden war. Eine halbe Million Soldaten, enorme Ausgaben über eine riesige Entfernung. Der Krieg ist vorbei. Man erwartet, dass es um Kosteneinsparung geht. Das Budget ist etwa ein Jahr lang gesunken und dann wieder angestiegen. Der Frieden ist also kein großes Hindernis. Noch wichtiger ist, dass 1991 die Sowjetunion zerfällt. Der Feind, die sowjetische Bedrohung, war der Grund, warum wir den Kalten Krieg und das Wettrüsten in den späten 1940er Jahren begannen. Plötzlich fällt das weg. Und was tun wir? Die Dinge bleiben ein paar Jahre lang latent, aber nicht in großem Ausmaß. Ich kann später erklären, warum oder wie. Doch innerhalb weniger Jahre steigt das Budget wieder in die Höhe. Und jetzt geben wir im Durchschnitt mehr aus als während des Kalten Krieges. The budget is zooming up again, and now we spend more than we spent during the Cold War on average. Das ist außergewöhnlich und ein Zeugnis für den menschlichen Einfallsreichtum oder den Einfallsreichtum unseres Verteidigungskomplexes. Andrew, you talked to some of the insiders. Sie haben mit einigen Experten gesprochen, sowohl im Militär als auch im militärisch-industriellen Komplex, nehme ich an. Inwieweit sind Sie sich selbst der Tatsache bewusst, dass die meisten dieser Ausgaben der Gewinnerzielung dienen und so gut wie nichts mit der nationalen Sicherheit zu tun haben? Well, if you catch them in moments of honesty, they do. They mean really deep down, they do. Wenn man sie in ehrlichen Momenten antrifft, tun sie es. Tief im Inneren tun sie es wirklich. Bis zu einem gewissen Grad glauben sie ihre eigene Propaganda. Ihre Karrieren, ihr Vermögen, die College-Ausbildung ihrer Kinder oder was auch immer hängt davon ab, dass sie an die Propaganda glauben, die sie verbreiten. Die Wunder präzisionsgesteuerter globaler Angriffe, ferngesteuerter Kriegsführung, Drohnenkriege. Ob man ihnen eine Art Wahrheitsserum injizieren könnte, damit sie anfangen, sich zur Wahrheit zu bekennen? If I could sort of inject them with truth drugs, would they start committing it, committing truth? I'm not sure they would. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das tun würden. Ich glaube, sie verinnerlichen sie zu sehr. Jemand erzählte mir einmal, dass er das kommunistische System der Parteilinie nie verstanden hatte, bis er für die Luftwaffe arbeitete.
Wenn Stalin eine neue Anweisung gab, die im Widerspruch zu dem gestrigen Befehl stand, wurde jeder in der weltweiten kommunistischen Bewegung sofort in Übereinstimmung gebracht. Man musste der Parteilinie folgen. Dann sagte er, er habe für die US-Luftwaffe gearbeitet und gesehen, dass Gruppendenken und das disziplinierte Festhalten an der Ideologie so fest verankert seien, dass sie ihr folgen würden. Davon abgesehen finde ich, dass die meisten, wenn sie im Ruhestand oder im reiferen Alter sind, zugeben, was für ein Blödsinn das alles ist. Mellowing into old age, they'll admit that, you know, what a crock it all is. Aber man sieht zum Beispiel, dass sie kürzlich nach ihrer Niederlage im Afghanistan-Krieg aus Kabul herausgeeilt sind, wobei ihre größte Beschwerde darin besteht, dass dies als Niederlage bezeichnet wurde. Leute wie H.R. McMaster galten lange Zeit als die große Hoffnung der US-Armee. Dann wurde er Trumps nationaler Sicherheitsberater. Letzte Woche hat er sich in einem Artikel darüber beschwert, dass es heißt, wir seien besiegt und wie negativ das wäre. That people are saying we're defeated and how bad that is. So they don't like to be called out on that. Sie werden ungern auf ihre Misserfolge hingewiesen, weil es den Geldfluss unterbricht, so lautet die Forderung der Zeit, obwohl wir diesen Krieg verloren haben und den davor, wir eroberten Grenada, wie sie sagten. Sie wollen nicht, dass der Geldfluss unterbrochen wird, also haben wir jetzt die Bedrohung durch China zu rechtfertigen. The money flow interrupted, so now we have the China threat to justify it. Eine Sache ist es, Truppen auf der ganzen Welt, Stützpunkte, Flugzeugträger zu kaufen und irgendwie zu rationalisieren, aber das ist alles da drüben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie glauben, dass ihre Kinder dort nicht umkommen werden. Sich das alles zu vergegenwärtigen ist also eine Sache. Aber die Tatsache, dass sie solche Ausgaben für Atomwaffen zulassen, und wie hoch sind diese jetzt? Vielleicht 2 Billionen Dollar in den nächsten 10 bis 20 Jahren, um Amerikas Nuklearmacht aufzurüsten. Wenn ein Atomkrieg ausbricht, gibt es kein dort drüben. Im Grunde geht es um das Streben nach Profit oder um institutionelle Macht. Die Notwendigkeit, Macht- und Einflusspositionen zu erhalten. Die Atomwaffenindustrie ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Wir haben die sogenannte Triade. Wir haben landgestützte Raketen, die ICBMs, Interkontinentalraketen, von denen eine neue gebaut werden soll oder gerade gebaut wird. Wir haben Atomwaffen auf Bombern und wir haben Atomraketen auf U-Booten. And we have nuclear missiles on submarines. Now there's a long time. Vor langer Zeit hatten wir Atomwaffen auf Bombern. Damit konnten wir sicherstellen, dass bei einem Angriff der Russen mit Atomwaffen die Bomber zurückschlagen. Dann erfanden wir diese Raketen, unsere Vergeltungsmacht, und wir hatten ein riesiges Luftverteidigungsnetz, um die russischen Bomber aufzuhalten und Radare, um die russischen Raketen aufzuspüren. And we had a huge air defense network to stop Russian bombers getting through and radars to detect the Russian missiles. Then schließlich gelang es ihnen, eine Rakete von einem getauchten U-Boot aus abzuschießen. Nun, wer braucht jetzt noch den Rest? Wir können vorbeugen. Dies ist völlig unangreifbar. Die Russen könnten diese U-Boote niemals finden oder sie könnten niemals gefunden werden. Punkt. Aber selbst im äußersten Fall könnten sie sie nie mit Sicherheit finden. Die Russen oder wer auch immer, die Chinesen, würden es also niemals wagen, einen Atomangriff gegen uns zu beginnen, denn wir könnten mit ziemlicher Sicherheit von unseren U-Booten aus zurückschlagen und sie alle in Stücke schlagen. Sie mussten sich also neue Gründe ausdenken, um die interkontinentalen Trägerraketen und die Bomber zu behalten. Die ursprüngliche Begründung war völlig weggefallen. Also ließen sie sich eine Ausrede einfallen, um die landgestützten Raketen zu behalten. To think of an excuse for having the land-based missiles. Daniel Ellsberg kann Ihnen mehr darüber erzählen als ich. Aber dies geschah einzig und allein, weil die Air Force das Budget und alle dazugehörigen Vertragspartner behalten wollte. Es gab keinen anderen irdischen Grund, keinen rationalen, wenn Sie irgendetwas, das Sie mit Atomwaffen zu tun hat, rational bezeichnen. Grund für die Aufrechterhaltung dieser enormen und enorm teuren Streitkräfte, außer dem Erhalt des Geldflusses. Das ist der einzige Grund.
keeping the money flow. That's the only reason. Sie zu ersetzen, während sie im Grunde über eine ganz andere Modernisierung genau dieser Raketen beraten. Genau. Jetzt müssen einige der alten Argumente, die für den Einsatz dieser nutzlosen Dinger sprachen, aufgefrischt und entstaubt werden. Interessanterweise gibt es so etwas wie einen nuklearindustriellen politischen Kongresskomplex. Nehmen Sie nur die Senatoren aus den Raketenstaaten Montana und Wyoming. Immer wenn die landgestützten Interkontinentalraketen bedroht sind, reagieren diese Senatoren empört, denn es geht um die Arbeitsplätze. Sie halten es für die Wirtschaft ihrer Staaten für wichtig, dass diese Raketen in Betrieb bleiben. Important to the economy of their states to keep these missiles in being. And by the way, und nebenbei bemerkt, ich meine damit, dass die Bevölkerung von, sagen wir, Montana und Wyoming dem Risiko einer nuklearen Emulation ausgesetzt ist, da die Raketen dort natürlich Ziel eines feindlichen Angriffs wären. Von den Russen oder wem auch immer, den Chinesen, das spielt keine Rolle. Und so wird den Menschen in Montana niemals gesagt, dass wir euch hinhalten. Wir erhöhen eure Rolle als nukleares Ziel, weil wir denken, dass die Arbeitsplätze, die dadurch entstehen, es wert sind, so wie die Wahlkampfspenden, die ich von Lockheed oder der Northrop Corporation und so weiter bekomme. Das wird natürlich nie so ausgedrückt, aber es zeigt einfach die entsetzlichen Risiken und das Ausmaß der Verleugnung, wenn es um das Streben nach, wie ich schon sagte, Profit, Geld, Macht und Einfluss geht. When in terms of this, the pursuit of, as I say, you know, profit, money, power and influence. Ich nehme an, diese Raketen werden damit gerechtfertigt, dass die Russen nach wie vor eine Vielzahl von ihnen besitzen und die Chinesen bauen angeblich noch mehr davon. Wenn sie also welche besitzen, müssen auch wir sie haben. Das ist allerdings auch das Argument Russlands und Chinas. Well, yeah, they do say that. But then presumably the people in Russia and China say. Das sagen sie zumindest. Aber vermutlich behaupten die Menschen in Russland und China das Gleiche. Ich möchte betonen, wie unglaublich gefährlich das ist, weil man voraussetzt, dass die Raketen mehr oder weniger sofort abgefeuert werden können müssen, weil die Russen sie im Visier haben. Wenn also das Radar und die Satelliten Anzeichen für ankommende russische Raketen aufzeichnen, muss der Präsident sofort geweckt werden und den Befehl zum Abschuss insbesondere der landgestützten Raketen geben, weil sie so verwundbar sind. Dabei herrscht überall höchste Alarmbereitschaft. Ein Fehltritt, und es gab in der Vergangenheit schon beinahe Katastrophen, kann uns alle ins Jenseits befördern. A slip-up, and we've had near disasters in the past, can, you know, blow us all to kingdom come, because, you know, the, you know, it happened in 1979, wenn ich mich richtig erinnere, als Zbigniew Brzezinski, der nationale Sicherheitsberater von Präsident Carter, geweckt wurde, hieß es, wir hätten russische Raketen ausgemacht, die in unsere Richtung fliegen. Eine Minute später erhielt er einen weiteren Anruf, der dies bestätigte. Er wollte gerade den Präsidenten wecken, der dann höchstwahrscheinlich den Befehl zum Abschuss unserer Raketen erteilt hätte. Doch Brzezinski erhielt einen weiteren Anruf, in dem es hieß, ups, tut uns leid, wir haben das falsche Band eingelegt. Wir haben das Band eines simulierten Angriffs in den Computer eingespielt. Das tut uns leid. Nein, die russischen Raketen sind nicht auf dem Weg. So nah waren wir an einer nuklearen Katastrophe und das war nicht das einzige Mal und wird sicher nicht das einzige Mal bleiben. Hoffentlich überstehen wir das unbeschadet. To nuclear catastrophe, and you know that's not the only time, and certainly won't be the only time. Hopefully we'll come out of it unscathed. Wie begreifen Sie selbst die damit verbundenen Gefahren? Warum glauben Sie, dass es nicht zu einem Atomkrieg kommen wird? Sehen Sie nur, was an den Spielrändern passiert. Als Beispiel führe ich oft einen Teil von Präsident Obamas Programm zur nuklearen Modernisierung an, das er, wie ich finde, sehr verwerflich im Jahr 2010 unterzeichnet hat. Ein Teil des Programms bestand darin, unsere Plutoniumproduktion zu erhöhen oder mehr Plutoniumgruben zu fertigen. Eine Plutoniumgrube ist der Kern einer Atomwaffe. Und diese Nukleargruben sollten im Los Alamos Nuclear Laboratory in New Mexico hergestellt werden, beziehungsweise werden dort hergestellt. Wie sich nun herausstellte, gab es keinen Bedarf für diese Gruben. Ich meine, sogar im Zusammenhang mit dem Bau von Atomwaffen, denn es gab bereits einen Überschuss an Gruben. Mehr als genug, um uns für hunderte von Jahren zu versorgen. Wir könnten nicht nur den dritten Weltkrieg, sondern auch die Weltkriege 4, 5, 6 und 7 mit den vorhandenen Beständen führen.
going for hundreds of years. We could fight not just World War III, but World Wars 4, 5, 6 and 7 with what we have in the locker. Gestatten Sie mir einen kurzen Zwischenruf. Wenn es einen dritten Weltkrieg gibt, wird es keinen vierten, fünften, sechsten oder siebten geben. Aber ich verstehe, was Sie meinen. Yeah. There were objections raised on this basis. Es wurden Bedenken geäußert mit der Begründung Nichtnotwendigkeit. Einer der Befürworter war Tom Udall, der damalige US-Senator, einer der US-Senatoren für New Mexico. Tom Udall war ein sehr anständiger, liberaler, progressiver Senator. Decent, liberal, progressive Senator, one of the best we had. Very sad he resigned. Einer der besten, die wir hatten. Leider ist er zurückgetreten. Aber da Los Alamos Teil der Wirtschaft New Mexicos und ein wichtiger Arbeitgeber in der Region war, hielt er es für angebracht, sich zu engagieren und für Gelder für den Bau weiterer, nutzloser oder nicht benötigter Kernwaffenkomponenten zu plädieren. To build more of these useless or unneeded nuclear weapons components. So that's what happened. Das passiert also am Spielfeldrand, und zwar bei jemandem, der ganz sicher nicht an all das glaubt. Stellen Sie sich also jemanden mit betont konservativen Einstellungen vor, dessen Wohlstand und Macht wesentlich stärker von den Atomwaffen abhängen. Denen bereitet das, glaube ich, keinerlei Schwierigkeiten. Prosperity and power depends on the nuclear weapons thing. I think they have no trouble at all. Die Luftwaffe ist eines der Zentren des religiösen Extremismus. Man könnte wohl sagen, christlicher Nationalismus. Er ist in allen Zweigen des Militärs zu finden, aber am stärksten in der Luftwaffe und im strategischen Kommando der Luftwaffe. Und das ist die wichtigste Kontrollinstanz für Atomwaffen, wenn ich es richtig verstanden habe. Das ist ein ziemlich gefährlicher Cocktail von Leuten, die zynisch genug sind, um Geld aus dem Ganzen zu machen. Und viele Leute, darunter auch Personen in Führungspositionen, könnten die Apokalypse sogar begrüßen. That actually might welcome the apocalypse. Yeah, that's something else to worry about. I mean, I do remember years ago I was. Das ist noch ein weiterer Punkt zur Sorge. Ich erinnere mich, dass ich vor Jahren auf einer Tagung über dieses Thema sprach und ein Oberst der Luftwaffe in Uniform im Publikum saß. Das war in Texas. This was in Texas. Und er erklärte, er sei von weit her gekommen, um mich zu hören. Wir unterhielten uns und er beschwerte sich über die wissenschaftliche Ausbildung in den USA, worüber sich jeder beklagen kann. Und er meinte, dass es doch Fußabdrücke gibt, menschliche Fußabdrücke, die zeitgleich mit denen der Dinosaurier entstanden sind. Er erklärte die Lehren aus der Evolution und all das für Unsinn. Der Kreationismus zeigte, dass Menschen und Dinosaurier mehr oder weniger gleichzeitig auf der Erdoberfläche gelebt hätten. Ich dachte, oh mein Gott, und fragte ihn beiläufig nach seiner Tätigkeit bei der Air Force, in der Hoffnung, dass er Wartung oder so etwas sagen würde. Er antwortete, dass er eine Titan-Raketenstaffel befehlige. I command a Titan missile squadron. Now the Titan missile at that time. Die damalige Titan-Rakete ist inzwischen ausgemustert, aber sie trug einen Sprengkopf mit 9 Megatonnen. Ich glaube, das war der größte Sprengkopf, den wir je auf einer Rakete hatten. Dieser Verrückte verfügte also über genügend Sprengstoff, um die halbe Welt in die Luft zu jagen. Ich weiß nicht, wie viele solcher Leute es noch gibt, aber ich vermute ein paar. Das Szenario von Dr. Strangelove, so Daniel Ellsberg, ist nicht abwegig, wonach ein abtrünniger General Atomwaffen starten könnte. Die Vorstellung, dass nur der Präsident mit seiner kleinen Aktentasche tatsächlich einen Staat durchführen kann, ist eigentlich nicht wahr. Die Fähigkeit zum Abschuss von Atomwaffen ist sicherlich auf verschiedenen Ebenen verlagert worden. In Ihrem Buch sprechen Sie darüber, was ein paar Leute in den Raketensilos brauchen würden, um das in Erfahrung zu bringen. Mein leider verstorbener guter Freund Bruce Blair war ein großartiger Amerikaner, dem dieses Thema wirklich am Herzen lag und der einen Großteil seines Lebens an einer Veränderung und somit an der Beseitigung dieser Bedrohung gearbeitet hat.
Er erzählte mir die Geschichte, über die ich in meinem Buch berichte, wie er in den frühen 70er Jahren als Beamter der Abschusskontrolle in einem Raketensilo tief unter Montana arbeitete. Und er saß dort tagelang, wenn sie im Einsatz waren, also ziemlich langweilig. And so pretty boring. So he figured out what it would take. So fand er heraus, was nötig wäre, um die gesamte Befehlskette zu umgehen und einen Start durchzuführen. Er kannte das System sehr gut. Und er berechnete, dass er nur einen weiteren Offizier überlisten müsste, also entweder seinen Kollegen im Silo zu überwältigen oder ihn mit einzubeziehen. Danach bräuchte er nur noch einen Gleichgesinnten in einem anderen Silo, der mit ihm kooperierte. Und zusammen könnten sie den gesamten Trakt starten. Etwa 50 Raketen oder so. And together they could launch the entire wing. I forget about 50 missiles or so. Wenn es ihnen gelänge, das gesamte Führungssilo des Traktes zu übernehmen, könnten sie das gesamte US-Atomwaffenarsenal abschießen. Dazu konnten sie ein Signal senden. Es hieß Red Dot Emergency Signal. Red Dot Emergency Signal overrode everything else and just launched everything except the bombers, I believe. Es setzte alles andere außer Kraft und startete einfach alles, außer den Bomben, glaube ich. Das waren also weit über 1000 Raketen. Ich sagte also zu Bruce, du hast also herausgefunden, wie man einen Atomkrieg anzettelt und ein paar Millionen Menschen tötet. Er meinte, ein paar Millionen? Er sagte, ein paar hundert Millionen oder vielleicht eine Milliarde. Nachdem Bruce Blair herausgefunden hatte, wie leicht das System zu unterwandern war und wie einfach es für jemanden war, er war zu diesem Zeitpunkt Hauptmann in der Luftwaffe, wie ein oder mehrere Hauptmänner oder Leutnants der US-Luftwaffe tatsächlich die Welt vernichten konnten. Could actually blow up the world. Once he'd left the Air Force, he tried to. Nachdem er die Air Force verlassen hatte, wandte er sich an den Kongress und erklärte die Situation. Und der Kongress, das Komitee, richtete sich an die Air Force und versuchte eine Erklärung, eine Stellungnahme zu erhalten. Die Luftwaffe führte eine Untersuchung durch, die so geheim gehalten wurde, dass selbst der Kongressausschuss, der um die Untersuchung gebeten hatte, sie nicht einsehen konnte. Außerdem behielten sie das System bei. Bruce war der Meinung, dass sie die Dinge in den folgenden Jahrzehnten vielleicht verbessern würden, aber er war sich nicht sicher. Und ich bin mir auch nicht sicher. Ich denke, die Situation ist immer noch äußerst gefährlich. The situation is still hellaciously dangerous. Denn wenn wir noch einmal auf den Punkt zurückkommen, über den wir gerade sprechen, dann geht es nicht darum, ein effizientes Militär zu haben, das die ihm zugewiesenen Aufgaben so effizient und in diesem Fall so sicher wie möglich erledigt. Nein, es geht darum, die Stärke der Luftwaffe zu erhöhen. In diesem Fall geht es darum, das Budget der Luftwaffe und die Einnahmen der vielen interessierten Einzelpersonen und Auftragnehmer, die daran verdienen, zu erhöhen. Danke für dieses Gespräch und danke Ihnen für Ihr Interesse an TheAnalysis.News. Folgen Sie auch dem zweiten Teil der Andrew Coburn-Sendung, der in Kürze erscheinen wird. Vergessen Sie nicht, sich sein Buch The Spoils of War zu besorgen. Und bitte, wenn Sie noch nicht für TheAnalysis.News gespendet haben, wir kommen ohne Sie nicht weiter. Wenn Sie in den Vereinigten Staaten leben, noch einmal, können Sie Ihre Spende von der Steuer absetzen. Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen.